Max macht eigentlich auch alles, was dir auch Spaß macht. Und dann weiß ich auch noch zum Beispiel, dass du dir jeden Tag selber eine Spritze geben musst. Ja, Warum? weil ich habe Wachstumshormon schwanger. Störung, das heißt, du wächst nicht schnell Ja, genug. ich wachse überhaupt nicht, Oh, wenn ich mich nicht spritze. also jetzt, und das heißt, du musst, was machst du dann? Jeden Tag, spritze ich mir einmal eine Nadel ins Bein. Und das machst du ganz alleine? Ja. Und das tut weh, oder? Ja, schon unterschiedlich. Es tut besonders weh, wenn man eine Ader trifft. Ist das schon mal passiert? Ja, schon oft. Und dann blutet es halt. Also so eine kleine Ader, so ein kleines Gefäß, oder meinst du? Ja, aber dann blutet es halt. Mhm. Und das kannst du schon ganz gut alleine. Ja, ich kann's prima. Du machst jeden Tag ganz Ja. alleine. Toll. Und seitdem du das machst, bist du dann ein Stück schon gewachsen? Ja, über Toll. 10 cm. Ja, und da drüben sitzt dein Freund. Ja. Das ist ja ein Freund von dir. Ja. Einer meiner besten Und wie sogar. heißt der? Das Moritz. ist der Moritz. Ja. Und da hast du ja auch einen Spielkameraden. Und den Moritz triffst du öfter, oder? Ja, schon. Ja. Und was macht ihr? Dann spielt ihr und was macht dann der Max? Spielt mit. Der spielt mit. Ja. Ja, und mag der Max eigentlich, mag der Moritz auch den Max? Oder der Max, mag der Max den Moritz? Ja. 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 Mag der Max alle deine Freunde? Nee, nicht Nicht. so. Was, wie, woran, woher weißt du das? Ja. Einfach so, weil vor manchen hat er einfach Angst. Da hat er Angst. Was Ja. macht er dann? Woanders hin, wo die nicht sind. Das heißt, wenn du dann mit den Freunden oben im Zimmer spielst, dann geht er, oder? Ja. Dann geht er. Aber die meisten Freunde, die er mich mag, mag ich nur für kurze Zeit, dann wieder nicht. Also. Also du hast so ganz gute Freunde und weniger gute Freunde, oder? Ja. Und er gehört zu den guten Freunden. Ja. Ja, mal. Probier mal, vielleicht spielt er mit dir Fußball. Maxi, schau mal. Maxi, schau mal. Darf der Max da auch mal gewinnen, wenn du so solche Spiele machst? Jetzt hat der zum Beispiel gewonnen. Und jetzt, wo die Mama da ist, ist er natürlich glücklich, weil die ganze Familie zusammen Ja. ist. Ist natürlich klar. Ist natürlich klar. Und der Max freut sich auch immer, wenn alle zusammen sind, so wie du auch, oder? Du bist auch happy, dass der Max, wenn die Mama da ist am Abend. Ja, schon. So, und dann weiß ich auch noch was von dir, Max. Dominik, du spielst ja auch Fußball Ja. am Wochenende, gell? Ja. Und welche Position hast du denn da? Abwehr. Du bist die Abwehr. Ja. Und bist du da gut? Ja, schon. Ja. Ich habe nämlich gehört, dass du im Training so lange hast den Ball auf die Nase bekommen und hast trotzdem weitergespielt, obwohl du ganz schlimme Nasenbluten hattest. Ja, ich hatte da eine leichte Gehirnerschütterung. Und was ist da passiert? Also, da haben wir gegen. Wir waren die E-Jugend, E2. Und dann haben wir gegen die D1 gespielt. Die spielen schon auf Großfeld. Und dann hat jemand geschossen. Einer von uns hat ihn abgefällt. So wird er ja noch härter. Und dann habe ich mich umgedreht und den Ball ins Gesicht. Und was war dann? Dann ist ja auch was passiert. Ja. Dann bin ich rausgegangen und dann hat es alles getropft, getropft. Und dann irgendwann hat es aufgehört. Dann habe ich weitergespielt und dann war das Spiel schon rum.
Dann am nächsten Tag hat es immer weiter geblutet. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren oder zum Arzt. Dann hat der geschaut, ob ich eine Gehirnerschütterung habe und mir wurde der Kopf geröntgt und die Nase gebrochen. Und das war ja in dem Trainingslager. Ja. Und da bist du nicht nach Hause gefahren? Ja, da bin ich da geblieben. Und warum bist du da geblieben? Weil du weiterspielen wolltest? Ja. Ja. Und war da an der Nase, ist da was passiert? Ja, die war gebrochen. Und da hast du mit der gebrochenen Nase weitergespielt? Ja. Weil du bist ja ganz schön tapfer, mein lieber Schwan. Und was haben da die Jungs dazu gesagt? Ja, die haben mich halt dann um mich gekümmert. Und ja. Und deswegen spielst du mit Max auch immer Fußball? Ja, wenn er will. Also manchmal habe ich Lust, aber dann hat der keine Lust. Maxi! Max! Maxi, schau mal! Na Maxi, ich komm schon. Maxi. Maxi.